Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, das mir besonders am Herzen liegt, und zwar die Handgesundheit. Die meisten beschäftigen sich erst damit, wenn sie schon Probleme haben, also wenn es fast schon zu spät ist oder wenn das Leid tatsächlich schon da ist. Aber man kann und sollte eigentlich vorher schon anfangen, sich damit zu beschäftigen und seine Hände fröhlich zu halten, damit man wirklich sein ganzes Leben lang ohne Beschwerden Shamisen spielen kann. Ich zeige euch heute ein paar einfache und effektive Übungen, mit denen ihr eure Hände ein bisschen dehnen könnt, vor dem Spielen oder nach dem Spielen oder zwischendurch, wenn ihr merkt, dass eure Hände etwas müde werden, dann sind diese kleinen Übungen, für die man keine Hilfsmittel braucht, eine sehr gute Idee. Also, legen wir los. Ich habe mir selbst die Hände mehrfach verletzt und hatte dann auch extreme Schwierigkeiten beim Spielen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich letzte Woche leider kein Video machen konnte. Ich habe etwas zu enthusiastisch Instrumente repariert und restauriert und hatte meine Hände so stark überlastet, dass ich eine kleine Zwangspause machen musste und radikal runterfahren musste. Aber jetzt bin ich wieder da und deswegen passt das Thema heute ganz besonders gut. Um es nochmal ganz deutlich zu machen, diese Übungen sind nicht nur für vorgeschädigte Leute, sondern sind nützlich für alle, die ihre Hände benutzen. Sie helfen akut, wenn die Hände müde sind oder sich angestrengt anfühlen oder vielleicht etwas verkrampft sind vom Spielen. Also in die Situation kommt eigentlich jeder mal. Gerade bei Anfängern passiert es oft, dass die Hände sich ein bisschen zu sehr anspannen, obwohl sie eigentlich entspannt sein sollen. Denn es gibt ja so viel zu beachten und dann guckt man auf die Noten oder man hört besonders hin und die Hände machen dann diesen hier. Und sobald Anspannung dran ist, folgt dann nach kurzer Zeit auch der erste Schmerz. Es dauert normalerweise eine ganze Weile, bis man so weit ist, dass man tatsächlich die Hände auch aktiv entspannen kann beim Spielen und dann lange am Stück wirklich unbeschwert spielen kann. Selbst bei alten Hasen sieht man oft, dass sie sich nach dem Spielen die Hand irgendwie so mal halten und reiben und doch offensichtlich Probleme mit ihren Handgelenken haben. Achtet einfach darauf, dass ihr danach euren Händen etwas Gutes tut und dem ein bisschen entgegenwirkt, damit ihr danach einfach die Hände wieder resetten könnt. Also, zugucken, nachmachen und in eure Routine integrieren. Jetzt geht's wirklich los. Vorab drei wichtige Sachen, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr euch aufwärmt oder eure Hände dehnt. Und zwar ist das erstens: Es ist nicht nur wichtig, wie es am Ende aussieht, sondern auch, wie ihr rein und rauskommt in die Bewegung oder in die Dehnung. Immer langsam, niemals ruckartig. Langsam in die Bewegung rein und auch langsam wieder raus. Außerdem ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr es nicht übertreibt. Mehr hilft in diesem Fall nicht mehr. Geht niemals so weit, dass ihr Schmerzen spürt. Es soll eurer Hand helfen. Ihr macht es für euch. Und nicht, um einen Wettkampf zu gewinnen, wer irgendwie seine Hand weiter verrenken kann. Es ist kein Wettkampf und denkt daran, was das Ziel ist, nämlich, dass ihr euren Händen was Gutes tut. Konzentriert euch also bei den Übungen auf den Ablauf und hört auf euren Körper, was er euch sagt. Wenn es irgendwie zieht, dann ist irgendwas falsch. Entweder ist der Winkel vielleicht ein bisschen falsch oder ihr gebt zu viel. Dann etwas reduzieren. Man soll es schon spüren. Also wenn ihr gar nichts merkt, dann ist es etwas zu wenig. Und wenn es anfängt weh zu tun, ist es zu viel. Dann ein bisschen wieder zurückschrauben. Fangen wir an mit dem Unterarm. Einfach die Hand ausstrecken, schlingen und dann die Fingerspitzen zack nach oben und sanft mit der anderen Hand ziehen. Einfach halten, nicht wippen. Einfach nur halten. Ein paar Atemzüge lang. Dumm, dumm, dumm. Jop, ist gut an. Wunderbar. Achtet darauf, dass ihr hier die Finger nicht nach hinten zieht, sondern tatsächlich das Handgelenk eher nach hinten. Ich mache das jetzt mal von der Seite. Ja, also ich halte hier die Fingerchen steif für ein Brettchen und dann helfe ich mit der anderen Hand, das Handgelenk etwas anzuziehen. Wenn euer Handgelenk einen anderen Winkel macht, ist das völlig in Ordnung. Jeder Jack ist anders. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überdurchschnittlich flexibel oder besonders versteift bin. Ist aber auch egal.
Denn der Sinn und Zweck ist, euren Körper so wie er ist, zu entlassen. Ja, ihr wollt nicht die absolute Flexibilität erreichen oder irgendwas, sondern ihr wollt einfach nur eurer Hand was Gutes tun. So, schön ziehen, wunderbar. Sanft, seht kein schmerzverzerrtes Gesicht, das ist super. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Handgelenk nach unten. Also wieder Pfötchen ausstrecken, gerade Arm, flipp. Und dann mit der anderen Hand das Handgelenk sanft runterdrücken in Richtung des Körpers. Sanft. Nicht wippen. Ich wechsle mal. Schluff. Pfote nach vorne. Abklappen. Dann sanft zu mir ziehen. Ja. Hier nehme ich gleich den Handrücken mit der anderen Hand. Denn wenn ich an den Fingern ziehe, passiert erstmal das hier. Ist die halbe Kraft schon vergeben. Deswegen gleich den Handrücken nehmen. Das funktioniert sehr gut. Den Rest des Körpers möglichst entspannt lassen. Gerade stehen ist immer eine gute Idee. Oder sitzen, liegen, ganz wie ihr wollt. So, wunderbar. Fühlt sich gut an. Das nächste sind die Froschfinger. Da könnt ihr beide Hände gleichzeitig bearbeiten. Und zwar streckt ihr die Hände einfach vor euch aus. Und dann Finger zusammendrücken. So. Handgelenke schön gerade. Finger fest zusammendrücken. Ja, und dann ganz breit auseinanderziehen. Wie Froschpfoten. Halt auseinanderziehen. Ah, und fest zusammendrücken. Wie oft ihr das macht, ist ganz euch überlassen. Irgendwann wird es langweilig, aber wenn man es zu wenig macht, oh, dann merkt man es nicht so richtig. Macht irgendwie so, dass es sich gut anfühlt. Und dann zwischendurch mal die Finger lockern, sanft ausschütteln. Ja, mal durchkraulen. Wunderbar. So, in dieser Übung haben wir wieder die Froschfinger und das Ganze kann man in zwei Richtungen aufbauen. Ich fange mal an mit Froschfinger oben, also Hände ausstrecken, Arme ausstrecken und die Hände an, hochklappen und einmal ausstrecken. Wunderbar. Und dann Faust machen und langsam runterklappen, bis es nicht weitergeht. Hände auf. Und dann den großen Fächer einmal umklappen, wieder die Faust machen. Runter. Das ist ziemlich anstrengend. Ja? Sieht jetzt so einfach aus. Ich hoffe, ihr macht mit. Seid schon am Zittern. Es kracht im Gebälk. Und jetzt kann man das Ganze umdrehen. Wir machen hier unten die Faust. Gehen hoch mit der Faust und öffnen oben. Klappen den Fächer runter. Faust hoch. Immer ganz bewusste Bewegung ausführen. Richtig genießen. Ah ja, da hat es gerade geknackt. Wunderbar. Schling. Dann wieder locker ausschütteln. Genau, mal die Schultern kreisen. Ach, und wo wir gerade beim Schulterkreisen sind, machen wir nochmal einmal den Schulterkasper. Das ist das Allereinfachste. Beim Spielen passiert es oft, dass man anfängt, die Schultern hochzuziehen, weil man so beschäftigt ist mit, oh, hier, dilililil. Und dann schon einmal die Schulter ganz schnell mal weh. Oder wenn der Arm hochgeht, passiert auch. Also einmal Schultern hoch an die Ohren. Oh, halten. Einer der wenigen Momente, wo ihr tatsächlich schnell aus der Bewegung raus könnt. Anspannen. Da zieht der ganze Rücken. Und locker lassen. Wunderbar. Okay, weiter geht's.
Jetzt kommt meine persönliche Lieblingsübung. Ich nenne sie das Joghurttöpfchen. Warum Joghurttöpfchen? Weil ich Joghurt mit Kühle und Frische assoziiere und irgendwie gefällt mir der Gedanke, wenn ich das mache. Also, wieder Pfote ausstrecken. Beide. Und dann ziehen wir die Finger an, ganz bewusst. Und dann stecken wir sie nach unten. Versuchen sie 90 Grad runter zu strecken. Der Daumen kann machen, was er will. Kann einfach so angespannt in der Gegend rumhängen. Das ist relativ egal. Hochziehen und ausstrecken. Einkrumpeln und runter. Ja, also hier einmal, das ist das Joghurttöpfchen. Ziehen die Finger raus, ganz gerade, ohne den Becher umzustürzen. Dann strecken wir sie oben rüber. Von der Seite. Ja, hier schweben die Hände noch über dem Töpfchen. Und jetzt rein damit. Schwing. Ups. Und wieder raus. Und das finde ich, tut den Finger richtig gut. Sieht nicht so gut aus bei mir. Mein Physiotherapeut kriegt wahrscheinlich gerade einen Lachanfall. Ich gebe mein Bestes, Leute. Wieder aus. Wunderbar. Zwischendurch immer lockern, wenn alles zu anstrengend wird. Einfach mal durchnudeln. Ist immer gut. Was mir oft passiert, ist, dass der Daumen vom Bocce manövrieren wehtut. Der Daumen macht die ganze Arbeit beim Spielen. Und da tut mir manchmal hier unten der Daumen etwas weh. Das Daumensattelgelenk ist hier unten. Und die Sehne kann schon mal anfangen zu ziehen. Und da kann man ganz einfach eine kleine Übung für machen. Und zwar steckt ihr den Daumen in die Faust. Und dann einmal ausstrecken. Und sanft das Handgelenk runterklappen. So, und dann merkt ihr hier, fängt es an zu ziehen. Macht nicht zu viel. Haltet die Spannung, aber nicht zu doll. Wieder lösen. Aber von der Seite. Genauso aus. Und das Handgelenk einmal runterklappen. Das tut so einem geschundenen Daumen richtig gut. Und lösen. Und nach so einer Runde spielt es sich gleich nochmal doppelt so lange. Das war jetzt eine kleine Auswahl an Übungen, die ich gerne mache. Man kann noch sehr viel mehr machen. Man kann seine Finger einzeln durchexerzieren. Man kann noch mehr die Unterarme drehen, zum Beispiel mit den Schultern arbeiten. Wenn ihr mehr Übungen von mir gezeigt haben möchtet, dann einfach rein in die Kommentare. Ich mache es gerne für euch. Sagt mir einfach nur, was ihr wollt und was ihr braucht und es wird geschehen. Ich hoffe, euch gefallen die Übungen und sie tun euren Händen gut und ihr integriert sie in euer Shamisen-Programm. Wenn ihr auch tolle Übungen habt, die ihr gerne macht oder eine Idee habt, dann rein damit in die Kommentare, teilt es mit uns. Also dann, es war mir heute mal wieder eine ganz besondere Freude und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wird euch vor allem helfen, gesund durch die Jahre zu kommen. Also dann, viel Spaß damit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, ja. Bis dahin, tschüss.